Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Update-Video kurz vor Weihnachten. Es schneit wunderbar. Und ja, wir haben ja, wie soll man das jetzt sagen? Also, wir haben jetzt den sogenannten, ja, einen Teil des Prozesses gehabt vom Verwaltungsgericht. Und zwar ging es darum, ja, wegen meiner sogenannten Unzuverlässigkeit. Wir sind dann da also hin, ich, mein Anwalt und wie nehmen wir denjenigen jetzt? Waltraud. Waltraud ist auch einer der höchsten Beamten vom König Löffelmann und der war also da. Ich habe dann den BJV-Kurti vermisst und der ist dann nicht gekommen, war vielleicht besser so. Auch nochmal hier. Wer die Teile vorher kennt, liebe Jäger in Bayern, das ist euer Mann, der euch vertritt. Also läuft, würde ich sagen. Gut, wir haben das Ganze dann durchgekaut, wie beim Strafprozess auch, mit einigen Sachen. Und ich habe den Richterinnen und Richter, so sagt man, Sternchen lasse ich jetzt weg, erklärt, wie und wo das Ganze so war. Und ja, dann haben sie mich also ausgequetscht, gefragt. Ich habe dann da auch alles so erzählt, gesagt. Ja, hin und her. Ja, es fiel halt dann immer, die Waltraud hat dann immer nur wieder gesagt, ja, unser Jagdberater hat gesagt, unser Jagdberater hat gesagt, also der BJV-Kuti hat gesagt, der BJV-Kuti hat gesagt und irgendwie, glaube ich, konnte das auch schon keiner mehr hören, was der BJV-Kurti da so alles erzählt. Und naja, gut. Dann, pst, hopp, hopp. Gut, dann sind wir also in den Flur raus. Ich glaube, die Waltraud hat dann auch gemerkt, oh, das läuft ja gar nicht so ganz so toll, wie sie das so gewohnt ist. Weil, ja, normalerweise kriegt er die Behörde immer recht, ne? Das ist so der Standardspruch. Gut, dann hat man schon, ich weiß auch nicht warum, hat man schon irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass vielleicht die Nerven etwas blank liegen und da hat mich also die Waltraud im Flur bedroht. Ja, also das muss man sich auch mal geben, so nach dem Motto, ja, irgendwie so 10 Jahre den Jagdschein weg und ich möchte ihn doch überhaupt noch mal irgendwann wiederkriegen und bla bla bla. Und es ist ja so viel Porzellan zerbrochen und dieses Porzellan, das wart ihr, dank eurer Hilfe. Und zwar die Google-Bewertung, die das Königreich bekommen hat, waren ja nicht so toll und hat der Waltraud und dem König wahrscheinlich nicht so toll gefallen, weil nach außen hui, innen, naja. Gut, also auch nochmal da herzlichen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und dann sind wir wieder rein und es ist natürlich so, man muss da, also die haben sich absolut fair verhalten, die Richter. Das Problem ist halt einfach klar, man hat jetzt eine Aussage vom BJV-Kurti, von dem Experten und von der Behörde und aber irgendwie passt das alles nicht so. Und dann hat der Richter einen sogenannten Vergleich angestrebt. Habe ich gesagt, okay, hat so ungefähr keiner richtig recht, ist jetzt wurscht. Nervlich und ja, finanziell und so weiter hat man da auch irgendwann keinen Bock mehr oder will einfach nicht mehr, kann nicht mehr. Da das Ganze bis aufs, ja, bis zum bitteren Ende auszufechten und dann sagen, okay, gut, Vergleich. Der Richter hat dann den Vergleich diktiert und ich war also da auch gewillt, mich an die ganzen Sachen zu halten. Und wir waren also eigentlich damit zufrieden. Keiner hatte recht. Ich hätte das Ganze auch dann, ich sage jetzt mal normal, neutral publiziert dann nach außen. Doch, dann kam alles anders. Ja, dann hat die Behörde, ach wichtig, es wurde dann noch vor dem Richter, vor den Richterinnen und Richtern besprochen, hat mein Anwalt gesagt, halt, hier nochmal eine Frage. Was ist mit der Pachtfähigkeit vom Waldläufer? Bleibt die, also das hieß dann, der Waldläufer bekommt 2024 zu dem Datum seinen Jagdschein ohne Probleme wieder. Und ja,
so dass halt beide Seiten nicht recht haben, also halt einfach ein Vergleich. Man tritt, jeder nimmt halt einfach einen Schritt zurück und ja. Ja, dann hat natürlich die Waldtrott gesagt, ja, kein Problem, kein Problem, der Waldläufer bleibt pachtfähig. So, und ja, wie nennt man so jemanden, der sich an Absprachen nicht hält? Wie nennt man so jemand? Ja. Auf jeden Fall habe ich dann wieder Post bekommen vom Königreich und da stand dann drin, oh, der Waldläufer ist ja gar nicht pachtfähig. So, dann haben natürlich alle Jagdgenossen und das Ganze rebellisch gemacht, ein Riesending, wieder ein Riesenfass aufgemacht. Sagt mein Anwalt, wieso, das war doch abgesprochen. Und jetzt kommt Waltraud. Hey, Waltraud, ich habe immer gemeint, sowas gibt es nur bei der SPD. Nee, das gibt's, ich weiß ja nicht, vielleicht bist du ja bei der SPD oder bei der CSU, aber wenn du bei der CSU bist, dann pass auf, Waltraud kann sich an nichts erinnern. Kein Witz, das war die Aussage von Waltraud. Daran kann ich mich nicht erinnern. Das heißt, ich habe drei Richter, zwei Schöffen, ich, mein Anwalt, die haben alle gehört, der Waldläufer bleibt pachtfähig. Was ist mit Waltraud? Waltraud sagt, das hat der Richter nicht reingeschrieben. Der hat er mir zwar gesagt, ne? So und so Vergleich, Leute, einigt euch, macht was. Ne? Aber der Waltraud ist scheißegal, was der Richter sagt. Ne? Weil solange, wenn Waltraud nicht recht bekommt, dann interessiert es Waltraud nicht, was ein Gericht sagt oder was vor Gericht abgesprochen wird. Das interessiert Waltraud einfach nicht. Weil Waltraud und der König Löffelmann, die stehen über dem Gesetz. Gut, geil, ne? Ich kann mich an nichts erinnern. Super, okay. Riesen-Heckmeck. Ganze Schose geht wieder los. Ein paar Sachen kommen jetzt noch. Also Anfang nächsten Jahres mit dem Jagdschein wird erstmal nichts, weil da, ja, da wird den Leuten dann schon noch was einfallen. Und da muss ich mich ganz, ganz echt fragen. Leute, können die Leute, die Beamten vom König machen, was er will? Kann der König machen, was er will? Wenn wir uns die ganze Historie ja mal anschauen, wir haben einen Beamten vom König, der umeinander schreit, er kennt den König persönlich, er hat da gearbeitet, Leute einschüchtert, bedroht, ne, Wolle. Und dann muss, denke ich mir, naja, das ist vielleicht einfach nur ein Gelaber, weil er halt da gearbeitet hat, ne, und fährt halt dann auf der Schiene. Und jetzt sowas. Hey Leute, da muss ich sagen, da hat der Wolle recht gehabt. Da hat der Wolle recht gehabt, weil der Wolle kennt den König, der kennt wahrscheinlich die Waltraud auch ganz gut. So, und dann läuft die ganze Geschichte. Und den König und die Waltraud interessiert ein Scheißdreck, was ein Richter sagt. Ne? Die interessiert nicht, was die Leute wollen, sonst hätten mich meine Jagdgenossen ja schon längst absägen können. Das wäre überhaupt kein Problem. Wir haben eine Geschichte, das ist alles auf freiwilliger Basis. Ja. Die Leute vor Ort halten zu mir noch. Mal schauen, was jetzt dann als nächstes kommt. Ne? Und der Richter sagt schon, ja, das interessiert die nicht. Weil die Waltraud, der König Löffelmann, die stehen alle über dem Gesetz, die können machen, was sie wollen. Und da bin ich jetzt nochmal auf eure Hilfe angewiesen. Und zwar gibt es ja nicht nur Könige, es gibt auch Kaiser. Ja. Und da gibt es, und zwar nennt sich das Ganze das ist nämlich der, das ist jetzt die falsche Sache, Regierungspräsident Walter Jonas. Der ist da praktisch jetzt dann noch ein bisschen übergeordnet, ne, als der König Löffelmann. Ja. Und es gibt eine sogenannte Rechtsaufsicht, Gott sei Dank in unserem Rechtsstaat, und das ist der Martin Mommers. So, und diesen beiden Leute, ich schreibe euch die Namen unten rein und ich tue euch auch den Link unten rein, wo, das ist nämlich die Regierung der Oberpfalz, ja. Und ich würde euch bitten, die haben ganz, ganz wenig Google-Bewertungen und ich bin mir sicher, dass die das, was jetzt da im Moment abläuft, ja, nicht gutheißen werden als übergeordnete Behörde. Das wirft ein ganz, 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 ganz schlechtes Licht auf das Königreich. Ganz, ganz schlecht. Weil alles, was man so sieht, tritt ja bis jetzt ein. Ne? Hallo?
Und das schaut nicht gut aus. Das schaut weder für die CSU gut aus, noch schaut das für den Landkreis gut aus, fürs Königreich, ne? Landkreis, Königreich ist das Gleiche, noch für die Leute, die vielleicht da beim König auch ehrlich ihre Arbeit machen. Ja? Muss man auch mal über nachdenken. Leute, liebe Beamte vom König, ja, meine Sa Ansage von mir, was macht denn ihr, wenn der nicht mehr da ist? Wenn der zu euch sagt, Waltraud, spring aus dem Fenster, Behörden-Ronny, spring aus dem Fenster, ja, dann hüpft ihr? Wie blöd seid ihr eigentlich? Was glaubt ihr, was los ist, wenn der weg ist? Oder wenn irgendwas ist, was nicht passt? Glaubt ihr allen Ernstes, der hält zu euch? Der, das ist ein Politiker. Könige sind immer Politiker. Und den interessiert ihr als Beamte ein Scheißdreck. Und jetzt sage ich nochmal eins, auch mal hier an Waltraud. Hey, Waltraud, du arbeitest da länger als irgendein König. Überleg dir das mal. Du, Waltraud, hast eigentlich mehr Verantwortung als dieser König, ja? Weil was ist denn, wenn der König weg ist? Wenn der König nur Scheiße baut? Wenn irgendwas nicht passt? Ja? Nee, nee, Waltraud, du musst ja da immer noch arbeiten. Ein König, der geht in seinen Königssitz, ja? Lässt sich am Arsch lecken, kriegt eine fette Rente, ja? Aber ihr, egal ob das jetzt die Waltraud ist, der Ronny oder sonst wer da arbeitet, ja? Die ganze Scheiße, die da gebaut wird, ja? Die bleibt an euch hängen und die bleibt am Landkreis hängen, ja? Und ihr seid verantwortlich. Ja. Und auch wenn das ein König ist, ja, dann müsst ihr dem König sagen, halt, das passt nicht. Oder irgendein anderer Beamter muss zu der Waltraud sagen, du Waltraud, so geht's nicht. Und da gibt es zwei Leute, das ist der Regierungspräsident Walter Jonas und die Rechtsaufsicht ein Martin Mommers. So. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr bei dem Link eine Google-Bewertung reinmacht, und zwar eine positive, weil wir, ja, ich als Bürger, auf meine Regierung noch vertraue. Ja, ich vertraue noch auf meine Regierung. Auch wenn das vielleicht in manchen Königreichen nicht so passen sollte, vertraue ich noch meiner Regierung. Ich bin gespannt, was da rauskommt, ja, bei der ganzen Geschichte. Also bitte, und das meine ich jetzt von mir ganzem Herzen, eine positive Google-Bewertung. Und da könnt ihr ja reinschreiben, lieber Herr Mommers, lieber Herr Jonas, ne? Genau. Was ist denn da los im Königreich Löffelmann? Hä? Was ist denn da los? Schaut das gut aus? Ich glaube nicht, dass das gut ausschaut. Und wenn die diese positive Bewertung sehen, dann können die vielleicht auch mal nachschauen. Und wenn ihr natürlich jetzt die ganze Geschichte gehört habt, dass mich eine Waltraud im Gerichtsflur bedroht und sagt, sie nimmt mir nochmal 10 Jahre den Jagdschein weg. Und sie werden so nach dem Motto, ich kriege das schon hin. Ne? Oder ein Beamtenwolle rumrennt und sagt, er kennt den König und das läuft alles so toll, ne? Und der König macht da mit. Ich weiß es nicht. Hey Leute, das schaut nicht gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr da natürlich noch eine Bewertung ans Königreich geben wollt, macht es. Leute, reißt euch zusammen. Immer sachlich, immer ordentlich bleiben, ja, immer korrekt. Macht die Bewertung nochmal ins Königreich da, die rein, die ihr meint. Und macht bitte eine positive, in meinen Augen wirklich eine positive Bewertung. Also in meinen Augen, ich habe hier im Moment noch 5 Sterne auf den Regierungspräsidenten und auf die Rechtsaufsicht, dass die da mal gucken. Ja. Und deshalb 5 Sterne für die Regierung der Oberpfalz. Und die Sterne, die ihr meint, das müsst ihr für euch entscheiden, fürs Königreich. Ne? Mal schauen, was der Kaiser macht. Ne? Ob der auch mal schaut, was so seine kleinen Könige so alles treiben. Ne? Also vielen Dank, Leute. Macht es gut. Schaut unten in den Link. Ich schreibe euch da alles rein. Und ja, wir sehen uns. Macht es gut, euer Waldläufer.